Hallo, herzlich willkommen, Andreas Trienbacher, Börsentrainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Ja, was haben wir da? Was haben wir da? Ja, viele wissen es natürlich schon. Da fehlt natürlich ein bisschen was. Da fehlt die Muskulatur außenrum, aber so sieht man jetzt mal die Struktur unten drunter. Schulterblatt, Schlüsselbein und hier haben wir den netten Oberarmknochen. So, und jetzt gucken wir uns das mal das Ganze genau an. Und so sieht es natürlich sauber aus. Ihr seht natürlich hier oben, haben wir natürlich gewisse Abstände zwischen den einzelnen Segmenten. Und wenn ihr jetzt mal genau hinguckt, das kennt ihr oft, jetzt gucken wir mal von der Seite. So, von der Seite, und viele haben ja hier die bekannte Schulterdachkippung. Das heißt, die Schulter kippt nach vorne, bedingt durch muskuläre Disbalancen, durch viele sitzende Tätigkeit im Büro, das heißt vom Rechner. Und entsprechend dessen gehen natürlich viele Menschen eine sogenannte energetische Schonhaltung ein. Zusätzlich kommt dazu, dass auch noch einseitig trainiert wird. Das sind in der Regel natürlich die schönen Muskelgruppen und die recht sichtbaren Muskelgruppen immer bevorteilt sind. Und die Muskelgruppen, die man jetzt so sieht, die werden in der Regel benachteiligt. So, und wenn er dann natürlich hier durch die Schonhaltung, energetische Schonhaltung, durch Disbalancen zusätzlich, die man durchs Training provoziert, indem man zu viel Brustmuskulatur trainiert. Und dann entsteht natürlich hier sowas. Und zwar, das seht ihr sehr oft. Wenn der Schulterdach so nach vorne kippt, dann seht ihr das hier unten. In diesem Bereich sich die komplette Veränderung, das heißt, dass die Distanz zwischen den einzelnen Segmenten, die verändert sich. Die gesamte Struktur im Gelenk verändert sich, wenn ihr da reinguckt. Da haben wir natürlich gewisse Abstände, auch hier gewisse Abstände. Und wenn natürlich diese Lage sich verändert, indem das Schulterblatt nach außen rotiert, entsteht natürlich in diesem Gelenk ein viel höherer Stress, ein viel höherer Stressfaktor, der eigentlich nicht entstehen müsste. Deswegen ist es ganz gut, wenn man natürlich darauf achtet, dass man die schwachen Muskelgruppen nach vorne nimmt, natürlich auch entsprechend die schwachen forciert. Oft im Schulterbereich, sehr, sehr oft im Schulterbereich, ist es auch so, dass die, wenn Leute sehr, sehr lange trainieren, über 10, 15, 20 Jahre, dass im Endeffekt viele davon, wenn sie eben gewisse Techniken nicht berücksichtigt haben, beziehungsweise nie danach agiert haben, Technik vor Last, sondern immer nur mit großen Gewichten, mit Umkehrschwung, mit sehr hohen Federelementen gearbeitet haben, dann entsteht natürlich hier Stress im Schultergelenk und das wirkt sich nicht sofort aus, sondern die Summe der Fehlbelastungen ergibt natürlich eben einen frühzeitigen Verschleiß am Gelenk. Das muss nicht sein, es gibt manche, die sind begnadigt, überleben das bis ins hohe Alter und haben da wenig Probleme, da gibt es halt viele. Die haben damit ein Problem, müssen dann irgendwann aus dem Krafttraining aussteigen, beziehungsweise dürfen eben gewisse Übungen nicht mehr machen, weil sie nicht nach der Regel Technikverlass trainiert haben. Deswegen darauf achten, ohne Umkehrschwung zu arbeiten, ganz wichtig, Zielmuskel fokussiert, die Kadenzzeiten einzuhalten. Wenn man den exzentrischen Bewegungsablauf langsam macht und steuert, dann hat man natürlich auch wesentlich weniger Stress durch diesen Umkehrschwung und durch die zu schnelle Abwärtslast entsteht natürlich einen viel höheren Drehmoment im Umkehrpunkt. Und genau das vermeidet man durch saubere Trainingstechniken. Und so hat man bis ins hohe Alter Spaß an seinem Training und muss dann nachher nicht eben nach 20, 25 Jahren über den bösen Kraftsport schimpfen, weil da nichts war, nichts getaugt hat, weil man jetzt Schmerzen hat, nicht mehr trainieren kann. Da kann der Kraftsport relativ wenig dafür. Also achtet auf euren Körper, achtet darauf, dass er sauber trainiert, dann werdet ihr die Probleme nie haben. Und dann von so Gelenken, wenn man da mal sieht, wenn man hier reinguckt und sieht, wenn sich da natürlich solche Strukturen verändern durch eine Schulterblattrotation, sind natürlich oben diese ganzen Elemente in einer ganz anderen Position, und zwar in der Position, wie sie nicht hingehören, und dann funktionieren sie in der Regel auch nicht so, wie sie sein sollten. Klar kann man es muskulär kompensieren, aber das geht nicht immer gut, sondern sehr oft geht es in die Hose. Das war's schon, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, alias Mr. T, zum Thema achte auf den Gelenkverschleiß, achte auf saubere Trainingstechnik und du wirst lange Freude an deinem Körper haben.